Jugendliche, liebe Kaya Kirchheimer, Tittmanninger und Astner, liebe Schwestern und Brüder, die ihr von nah und fern unserem Abendimpuls zuschaut. Heute feiert die Kirche das Herz-Jesu-Fest. Wir feiern das Herz-Jesu-Fest immer an einem Freitag, denn da ist es ähnlich wie mit dem Fronleichnamsfest. Am Fronleichnam, das wir immer an einem Donnerstag feiern, gedenken wir eigentlich des Ereignisses vom Gründonnerstag, wo Jesus beim letzten Abendmahl das Brot bricht und den Kelch reicht und damit die heilige Eucharistie einsetzt. Es ist sein Leib und sein Blut, das wir da empfangen. Und am Herz-Jesu-Fest, da schauen wir auf den Karfreitag. Am Karfreitag können wir uns nicht freuen, dass Jesus unschuldig gestorben ist. Aber wir dürfen, wenn wir das Osterfest daraufhin gefeiert haben, in Dankbarkeit immer wieder auf das Kreuz Jesu schauen. Wir dürfen in Dankbarkeit wissen, wir sind erlöst durch die Hingabe Jesu am Kreuz. Wir sind eingebunden in die Liebe unseres Herrn. Und das ist durch die Herz-Jesu-Symbolik besonders deutlich für uns geworden. Wenn wir hier rüberschauen, hier ist ein Kreuz, das uns erschrecken lässt, wenn wir darauf schauen. Es ist ein Kreuz, an dem die Wunden Jesu grässlich, möchte ich fast sagen, dargestellt werden. Und doch soll es uns daran erinnern, was Jesus alles gelitten hat. Wir können uns gar nicht vorstellen, was der Kreuzestod, der ein Tod für Sklaven war und Schwerverbrecher, was dieser Tod für Schmerzen mit sich hat. In Tirol ist eine Kirche, dort haben die Gläubigen den gekreuzigten Jesus so dargestellt, die Schnitzer von Tirol, wie einen, der bei einem Lawinenunglück ums Leben gekommen ist. Das soll daran erinnern, Jesus hat die Leiden der Welt getragen, auch diese Leiden eines Lawinenopfers. Und hier, wenn wir auf das Kreuz schauen, dann ist es, dass wir erschrecken und sogar ein Stück weit abgestoßen sind. Und doch lässt Jesus sein Herz öffnen aus Liebe zu uns. Und das wird uns an jedem Karfreitag deutlich, wenn wir daran dann die Passion des Johannes hören und uns berichtet wird, dass die Soldaten zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war und sie mit der Lanze in seine Seite gestoßen haben und damit das Herz geöffnet haben. Und daraus ist Blut und Wasser hervorgekommen, die Gründung sozusagen der Kirche. Aber wir haben noch eine zweite Darstellung hier und die ist im Original sehr schmerzvoll und traurig. Wer schon einmal in der Wieskirche war und dort die Figur des Wiesheilands gesehen hat, der ist eher, ja, von diesem Gnadenbild schreckt man eher zurück, weil es keine schöne Darstellung ist. Es sind eigentlich nur ein paar Hölzer zusammengenagelt und zusammengeflickt, weil man einen gegeißelten Heiland für eine Prozession brauchte. Und als die Prozessionen vorbei waren, da hat man ihn einfach irgendwo in einen Speicher gestellt. Der gegeißelte Heiland, er steht in dieser herrlichen Wieskirche dort, wo es am dunkelsten ist. Während die ganze Kirche wunderbar hell ist, im Licht der Erlösung, so ist die dunkelste Stelle dort, wo der Wiesheiland steht. Und doch bringt er Licht in unser Leben. Ich habe mich riesig gefreut, als ich damals hierher gekommen bin und etwas aus meiner alten Heimat hier wieder entdecken durfte, diesen Jesus an der Geiselsäule, das wirklich ein Abbild ist von der Wieskirche und dass wir diese Figur hier haben und der Mesner hat sich zweimal extra die Mühe gemacht und hat in der Fastenzeit diese Figur auf den Hochaltar der Dittmoninger Stiftskirche gestellt. Jesus, er hat alles getan, damit wir daran glauben können,
dass wir Gott am Herzen liegen, dass Gottes Herz für uns schlägt. Und im heutigen Evangelium, da haben wir gehört, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe verschaffen. Und das möchte ich jetzt auch mit euch in unser Gebet hineinnehmen. Und wir beten wieder wie jeden Abend. Herr, auf dich vertrauen wir. In deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht, hilf uns in deiner Güte. In deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch alle an diesem Abend und in dieser Nacht der gütige und dreieinige Gott. Es segne euch der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir singen heute 377. O Jesu, all mein Leben bist du, ohne dich nur tot. Meine Nahrung bist du, ohne dich nur Not. Meine Freude bist du, ohne dich nur Leid. Meine Ruhe bist du, ohne dich nur Streit, o Jesu. O Jesu, all mein Glaube bist du, Ursprung allen Lichts. Meine Hoffnung bist du, Heiland des Gerichts. Meine Liebe bist du, Trost und Seligkeit. All mein Leben bist du, Gott der Herrlichkeit, o Jesu. Ich wünsche euch allen einen guten Abend, eine gesegnete Nacht. Bis morgen dann. Für Gott.